Hey Caillou, warte! Schau! Morgen nach der Schule gibt es ein Fußballprobetraining. Wollen wir hin? Schießt und Tor! Guter Schuss, Caillou. Danke, Papa. Ich werde der beste Fußballspieler überhaupt. Vergiss uns nicht, wenn du ein Superstar bist. Sehr gut, Caillou. Sowas brauchen wir, um den Pokal beim Wettkampfspiel nächste Woche zu gewinnen. So daneben, Sarah? Hast du mich gesehen, Papa? Nachdem ich abgegeben habe, hat Sarah ihn verschossen. Tja, Caillou, gib weiterhin zu ihr ab. Vielleicht trifft sie das nächste Mal. Ich will gewinnen. Das wirst du auch, Caillou. Aber dafür müsst ihr als Mannschaft zusammenarbeiten. Los geht's, Caillou! Yay, Caillou! Komm schon, Sarah! Du schaffst das! Foulspiel! Bist du okay, Caillou? Au! Ich glaube, ich kann den Freistoß nicht machen. Sarah, spring für mich ein. Aber wenn er wieder vorbeigeht, Caillou. Du schaffst das, Sarah. Der Meisterschaftspokal geht nach Greenwood! Caillou, Caillou, Caillou. Ihr Lieben, das ist Alex. Nun, es kann sehr beängstigend sein, in eine neue Schule zu gehen. Also lasst uns alle dafür sorgen, dass sich Alex hier wohlfühlt. Warum setzt du dich nicht, Alex? Was? Pausen machen allein doch keinen Spaß. Nein. Komm und spiel mit mir und den anderen. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Oh, tut mir leid. Vielleicht können wir... Nein, lass mich in Ruhe. Du bist heute ja sehr still, Caillou. Wie war's in der Schule? Es
das war okay. Kein Hunger, Caillou? Ich dachte, du isst gern Spaghetti. Spaghetti! Caillou, Papa spricht gerade mit dir. Hallo, Erde an Caillou? Bist du da? Ich will keine Spaghetti, Papa! Du hast Rosi Angst gemacht, Caillou. Ich weiß. Tut mir leid, Papa. Ich war nur so wütend. Nun, sag mir doch mal, was dich so wütend macht. Ja. Ich wollte mit dem neuen Jungen in meiner Klasse spielen und er hat mich geschubst, was weh tat. Ich weiß nicht, warum er so fies war. Tut mir leid, Caillou. Ich verstehe, warum dich das wirklich wütend macht. Ich wollte nicht gemein zu Rosi sein. Ich hab nur Angst. Schon okay. Rosi verzeiht dir bestimmt, wenn du dich entschuldigst. Caillou? Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe, Rosi. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Biscotti! Super Idee, Rosi. Lass uns runtergehen und aufessen. Was, wenn Alex wieder fies ist, Papa? Ich komme mit rein und wir sprechen darüber zusammen mit Mrs. Martin, okay? Vergiss nicht, wenn jemand gemein zu dir ist, kannst du es immer deinem Lehrer sagen. Okay. Guten Morgen, Caillou. Hi, Mrs. Martin. Ich muss Ihnen was sagen. Hey, Caillou. Hi, Alex. Ich wollte dir sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gestern geschubst habe. Es ist wirklich furchteinflößend, neu zu sein. Aber ich wollte nicht gemein zu dir sein. Wenn du noch mit mir befreundet sein willst, wäre ich gern dein Freund. Schon okay. Manchmal kann ich auch gemein sein. Aus Versehen, wenn ich Angst habe. Wirklich? Ja. Papa sagt, dass es nur wichtig ist, sich zu entschuldigen. Komm her, Caillou. Du willst doch nicht, dass Alex am zweiten Tag zu spät kommt, oder? Komme. Komm mit. Ich stell dir Leo und Clementine eben vor. Wow, womit starten wir, Clem? Skiball, das spiele ich gern. Ja, dürfen wir? Klar, Caillou. Los geht's! Juhu! Guter Schuss, Clem! Hey, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou. Das kriegst du noch von mir zurück, Caillou.
Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können. Lufthockey! Ja! Oh, mein Kopf! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Du schaffst das schon. Wow, Caillou, mit einem Schlag. Hat dir der Tag gefallen? Und ab! Es war Schulsporttag und Caillou konnte es kaum erwarten, anzufangen. Seine ganze Familie war da, um ihn anzufeuern. Also gut, Kinder, das Wettrennen fängt gleich an. Nehmt eure Position ein. Auf die Plätze. Fertig? Los! Caillou schoss aus der Menge. Er war allen voraus. Oh nein! Caillous Ei fällt runter! Caillou versuchte, sein Ei auszubalancieren, aber er konnte es einfach nicht. Oh nein! Caillou! Du schaffst das schon. Probier es weiter. Konzentrier dich, ruhig und stetig. Caillou, so! Gerade als Caillou dachte, es sei vorbei, beschloss er, nicht aufzugeben. Los, Caillou! Los, Caillou! Caillou erreichte das Ziel und er war sehr stolz auf sich. Als seine Freunde ihn hochhoben, war Caillou sehr glücklich. Er realisierte, dass das Dabeisein das Wichtigste war. Geschafft!
warst so super im Wettrennen, Caillou. Nicht so gut wie du, Clem. Du warst so schnell. Viel zu schnell für mich. Danke, Caillou. Du bist auch ein Sieger. Du hast das Rennen beendet. Du hast weitergemacht, obwohl es schwer war. Wow, danke. Das hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Caillou. Mama, Papa, schaut euch das an. Toll gemacht, Caillou. Wir wussten, dass du es schaffst. Nun gut, was jetzt? Sieht aus, als wäre Rosi stolz auf dich. Hey, Caillou, guck mal, was hier ist. Ein Paket. Was ist das? Ist das für mich? Es ist für uns alle, Caillou. Komm mit in die Küche und ich zeig's dir. Okay. Mama, guck, ein Paket ist angekommen. Wie aufregend. Ich frag mich, was das wohl ist. Willst du mir beim Öffnen helfen? Ja, das will ich. Was ist das? Das ist eine Nudelmaschine. Nudeln? Wie Spaghetti? Ja, auch alle möglichen anderen Nudelarten. Vorschlag, warum tun wir nicht so, als hätten wir ein italienisches Restaurant? Ja, laden wir Oma und Opa ein. Klingt super, Caillou. Wir machen einen Nudel- und Pizza-Abend. Opa liebt Pizza. Zuerst Nudeln. Wir brauchen Eier, Nudelmehl und etwas Salz. So, Caillou, bitte füge das Mehl langsam der Schüssel hinzu. Caillou, ich sagte doch langsam. Okay, jetzt die Eier. Schlag sie so gegen den Schüsselrand und füge das Ei hinzu. Sehr gut, Caillou. Ich auch, ich auch. Rosi, du machst das falsch. Schon okay, Caillou. Vielleicht kann mir Rosi ja besser bei dem Pizzateig helfen. Nun vermische die Eier mit dem Mehl, Caillou. Das kann etwas chaotisch sein, aber das ist okay. Jetzt müssen wir den Teig kneten. Das heißt, du musst ihn umherbewegen, dehnen und drücken, bis er geschmeidig ist. Das ist echt schwer und tut weh. Zeit für eine Pause. Machen wir eine Speisekarte. Schau, Mama. Rosi hat Spaghetti gemalt. Sehr gut, Rosi. Zeigen wir das Papa. Papa, schau, was wir gemacht haben. Wow, das sieht super aus. Die Bilder sehen zum Anbeißen aus. Okay, Caillou. Ich halte den Teig und du drehst die Kurbel. Wow! Schau! Ich mache Spaghetti! Die sehen lecker aus. Jetzt zu den Pizzen. Hier ist der Belag. Zuerst streichst du die Tomatensauce auf die Pizza. Dann streust du Käse darauf. Schaut, es schneit Käse. Jetzt kommt das Beste. Mach ein Gesicht. Schau, Opa, eine Speisekarte. Sieht toll aus.
Ich hätte gerne Pizza und Spaghetti. Beides sieht sehr lecker aus. Ich auch. Schaut mal hierher. Meine Pizza hat jetzt Locken. Und auch noch einen Bart. Alles klar, Caillou. Ich bin sofort wieder da. Sieh zu, dass du dich gut wäschst. Okay, Mama. Viel Glück auf der Mission, Kapitän Caillou. Oh, hallo. Wie heißt du? Hi, ich bin Caillou. Oh, man hört von einem großen Forscher namens Caillou. Wirklich? Oh, ja. Es heißt, dass er den verlorenen Schatz finden wird und zu uns zurückbringt. Wow. Wirst du helfen, großer Caillou? Aber klar, wir finden den Schatz. Sicher, Captain Caillou? Komm schon, alles ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Schau mal da drüben! Ist das etwa der? Komm mit, wir sehen nach. Was ist das? Es ist ein Hai! Schneller! Er holt uns gleich ein! Caillou, bist du schön sauber? Beinahe! Gut. Dann hat Captain Caillou ja jetzt noch Zeit, die Meere zu besegeln. Okay, Klasse, das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück. Komm schon, Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen. Caillou, Leo ist hier. Komm, Mama.
dir, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in seinen Ball gesetzt. Oh nein! Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich habe Gerald in seinen Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou. Wir finden ihn. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosie mit in ein Freizeitbad, um einen spaßigen Tag zu verbringen. Caillou war ein guter großer Bruder und brachte Rosie das Schwimmen bei. Okay, Rosie, du musst mit deinen Beinen strampeln. Ungefähr so. Probier du mal. Sehr gut, Rosie. Caillou, du bist ein guter Lehrer. Schau, die Kinder bekämpfen ein Piratenschiff. Die brauchen deine Hilfe, Caillou. Kapitän Caillou, eilt zur Hilfe! Warte, Caillou, schmier dich erstmal mit Sonnencreme ein. Aber ich will die Piraten bekämpfen. Du kannst die Piraten nicht mit einem Sonnenbrand bekämpfen. Okay, Mama, beeil dich. Die Piraten dürfen nicht das Freizeitbad einnehmen. Das ist kalt. Halt still, Caillou. Perfekt. Miau. Mama, ich kann so nicht die Piraten bekämpfen. Die lachen mich aus. Okay, Kapitän Caillou, komm her. So, jetzt kannst du los und die Lage retten. Komm mit, Rosi. Lass uns das Piratenschiff versenken. Bereit? Zielen? Ja, Kamerad! Pass auf, Caillou. Die Piraten greifen an. Keine Sorge, ich krieg ihn. Ah, man of the boat! Geschafft! Ja! Das war es, Rosie. Wir haben die Piratenübernahme aufgehalten. Ja! Nach der ganzen Aufregung könnt ihr bestimmt eine Pause vertragen. Wollen wir uns auf dem ruhigen Fluss treiben lassen? Hört sich gut an. Das ist wirklich entspannend. Etwas langsam. Geht das auch etwas schneller? Lass uns ein Wettrennen zur Palme machen, Caillou. Hier komm ich, Caillou. Wow!
Sehr gut, Caillou. Warum ist die Schlange so langsam? Hab Geduld, Caillou. Das ist die längste Rutsche im Freizeitbad. Das Warten lohnt sich. Die längste? Können wir nicht auf die zweitlängste Rutsche? Keine Sorge, Caillou. Es gibt zwei Rutschen nebeneinander und wir können zusammen rutschen. Oh, okay. Bist du bereit, Mama? Ich habe etwas Angst. Hältst du meine Hand? Na klar, Mama. Ich beschütze dich. Okay. 3, 2, 1. Los! Na, Caillou, das war doch gar nicht so schlimm. Danke fürs Handhalten, Caillou. Du bist mutig. Das war spritzenmäßig! Heute besuchte Caillou mit Mama, Papa und Rosie einen Streichelzoo. Schon okay, Rosie. Nur Schafe. Schafe sind weich und lieb. Siehst du? Küsse. Danke. Hey, geh du von mir weg. Flieg weg, hol dir dein eigenes Eis. Was ist denn los, Caillou? Oh, das Eis ist runtergefallen. Schon okay. Wir kaufen dir gleich ein neues. Kein neues Eis. Es ist meine Nase. Ich habe einen Bienenstich gekriegt. Oh nein, armer Caillou. Hier, damit fühlst du dich etwas besser. Warum? Warum hat sie mich gestochen, Mama? Nun, sie dachte sich wohl, dass du sie verletzen willst, Caillou. Naja, ich habe probiert, sie zu hauen, weil sie mein Eis essen wollte. Caillou, bitte hau keine Bienen. Das sind sehr besondere Tierchen. Komm, lass uns mal sehen, wo sie hinfliegt. Ist sie dort zu Haus? Genau, Caillou. Ihr Haus nennt sich Bienenstock. Das ist ein großes Haus für eine Biene. Eigentlich leben dort tausende Bienen. Hör genau hin, dann kannst du sie hören. Das klingt wie ein Flugzeug. Was machen die denn da? Sie sammeln Nektar, aus dem sie Honig machen können. Sie lieben Süßigkeiten. So wie Eis? Ganz genau. Die Biene wollte dir nicht wehtun. Sie wollte nur was von dem Eis haben. Fragen. Komm her, ich habe eine Idee, was dich aufmuntern kann. Schau, ein Pferdchen. Nicht ganz, Caillou. Das ist ein Esel. Verzeihung, können meine Schwester und ich reiten? Das könnt ihr. Wow, das ist ja hoch. Hier, die sind zur Sicherheit. Halt dich an deiner Schwester fest. Wir wollen doch nicht, dass ihr runterfallt. Wow, er ist sehr stark, wenn er uns beide tragen kann. Das stimmt. Esel sind vielleicht klein, aber auch sehr stark. Wie ich! Guck mal, Oma! Sehr schön, Caillou.
Was ist denn los, Caillou? Der Junge auf dem Skateboard erinnert mich dran, wie ich mir mal wehgetan habe, Oma. Möchtest du mir davon erzählen? Dann geht's dir vielleicht besser. Ich habe von Leo ein Skateboard zum Geburtstag bekommen. Ich wollte es gleich ausprobieren, aber Mama sagte, dass ich zuerst Schoner für die Knie und Hände brauche. Brauchtest du auch einen Helm, Caillou? Ja, aber ich hatte schon einen Fahrradhelm. Ich wollte einfach nicht warten. Also habe ich meinen Fahrradhelm aufgesetzt und ging in den Garten. Ich trug das Skateboard auf den Weg hinauf und probierte, schneller zu fahren. Der Reifen rammte einen Stein und ich bin vom Skateboard gefallen. Ich habe meine Hand ausgestreckt und bin mit dem Handgelenk aufgekommen. Was passierte dann? Ich habe geweint und meinen Arm gehalten und Mama gesucht. Oh, Caillou, was ist passiert? Schmerzt dein Handgelenk? Ich bin vom Skateboard gefallen. Caillou, du solltest warten. Tut mir leid. Schon okay. Wir gehen jetzt zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, dass ich mein Handgelenk verstaucht habe. Auch wenn es nicht gebrochen war, hat es trotzdem echt wehgetan, Oma. Ich weiß, das schmerzt, Caillou. Das ist mir auch mal passiert. Bist du auch Skateboard gefahren, Oma? Nein, Caillou. Auf dem Eis ausgerutscht. Hattest du auch eine Schlinge? Ja, Caillou. Ich musste den Arm für einige Wochen in der Schlinge lassen, bis es besser war. Danke, Oma. Mir geht's schon besser. Bist du wieder Skateboard gefahren, Caillou? Nein, Oma. Ich will nicht wieder runterfallen. Aber wenn du deine Schoner trägst, kannst du üben und tust dir nicht weh, selbst wenn du fällst. Das sieht noch so viel Spaß aus. Ich wünschte, ich wäre dein Alter. Ich würde sofort Skateboard fahren lernen. Gott, ich bin ganz erschöpft. Ich habe Rosis Schaukel 100 Mal angestoßen. Essen wir doch ein paar Bananen, damit wir alle wieder fit werden. Nun, Caillou, was hast du Oma denn so erzählt? Wie ich vom Skateboard gefallen bin und mich verletzt habe. Caillou hat deswegen Angst vorm Skateboardfahren. Aber das sieht so spaßig aus. Ja, das stimmt. Als ich in deinem Alter war, hatte ich Rollschuhe. Ich bin oft hingefallen, aber ich habe so lange geübt, bis ich nicht mehr gefallen bin. Ich habe nichts lieber gemacht. Vielleicht solltest du es noch mal probieren, Caillou. Ja, das mache ich. Aber dieses Mal trage ich alle meine Schoner. Sobald Caillou zu Hause war, setzte er seinen Helm auf und befestigte seine Schoner. Los, Caillou. Oh, Caillou, alles okay? Alles gut, Mama. Schoner helfen! Noch einmal, Caillou. Du warst ganz nah dran.